Unsere Schule gibt es seit 1691. Wir sind eine christliche Schule, wollen das christliche Menschenbild den Mädchen näher bringen und offen sein für die Zeichen der Zeit. Die Ursulinen stehen dafür, dass hier an diesem Ort moderner, innovativer, kreativer Unterricht stattfindet, der Mädchen und jungen Frauen ihr Können entdecken lässt. Im fachlichen, aber auch im außerunterrichtlichen. Die Ursulinenschule zeichnet vor allem das eine aus, dass es eine reine Mädchenschule ist. Da ist auch die Arbeit mit den Mädchen eine ganz andere, als wenn man jetzt gemischte Klassen hat. Das andere ist dann dieser familiäre Charakter, den wir hier haben. Ich sehe das als ursulinische Pädagogik, denn das Gegenüber zu kennen und mich aber auch kennen zu lassen, das ist für mich wichtig. Die Lehrer haben auch immer offenes Ohr, ja. Man kann sich bei Problemen immer an irgendjemanden wenden, auch wenn es jetzt Freundinnen, Mitschüler, Lehrer, es ist immer Ansprechpartner da. Neben dem Vermitteln einer hohen Fachkompetenz stehen die Persönlichkeitsbildung und Herzensbildung im Fokus der Ausbildung. Ich bin immer sehr früh an der Schule und dann steht meine Tür offen, dann gehen die Mädchen vorbei und immer wieder kommt eine rein, sagt mir guten Morgen oder erzählt mir etwas. Für mich ist das ein Zeichen, dass Schule mehr ist als nur der Ort, wo ich etwas lerne. Es sind auf jeden Fall viele Programme, wo man teilnehmen kann. Das zeigt sich dann, dass unsere Mädchen ein Selbstbewusstsein haben, ein Auftreten haben, sich offen zeigen, mit jedem reden können, höflich sind. Also uns sind gerade diese Werte auch sehr wichtig. Es ist jeden Tag spannend. Es ist ein wunderschöner Ort und das Lachen und die Freude der jungen Menschen zu sehen und sie dabei zu begleiten, wie sie erwachsen werden, wie aus ihnen, aus den kleinen Mädchen, junge Persönlichkeiten werden, die dann ins Leben hinausgehen oder auch später wieder kommen und mir erzählen, was sie alles machen. Das ist ein wunderbares Erlebnis.